Helles Licht in der Weihnachtszeit, Partystimmung in der Innenstadt. Beschweren wir Deutschen uns eigentlich zu jeder Jahreszeit über alles? Nörgeln wir zu viel oder kennen Sie zumindest solche Leute? Das meinen die Düsseldorfer. Ist es wichtig, ob zum Beispiel bei einem Grundstück ein Blatt 5 Zentimeter über den Zaun hinausragt und all solche Dinge, das sind so Nichtigkeiten und so unwichtige Dinge. Und also ich denke, wir haben jeder so eine Portion. Ich könnte mich jetzt ärgern, kein Parkplatz oder so, aber ich kann es auch lassen. Ja, ich denke schon, dass ein bisschen mehr Toleranz ganz angebracht wäre, als alles etwas lockerer sehen. Und wenn sich dann eine Gruppe bildet, die zusammengehören, die regen sich auf, die anderen regen sich nicht auf. Also ich bin da gelassener vielleicht. Also ich habe so im Stillen gedacht, haben wir sonst nichts anderes zu tun? Nein, man muss auch ein bisschen nachdenken und mal ein bisschen mal in sich gehen und mal fragen, was soll der ganze Quatsch? Mal ein bisschen gelassener werden, ruhiger werden und nicht über jeden Quatsch da direkt immer erstmal denken, bevor man redet. Ich habe mir vorgenommen, das für die Zukunft nicht mehr zu tun. Ich habe einen wunderschönen Spruch neulich mal gehört. Da hat jemand gesagt, ehe man sich aufregt, soll man sich lieber wundern. Ein wunderbarer Vorsatz. Und damit herzlich willkommen bei der Drehscheibe. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, also zumindest Anfänger im Nörgeln und Beschweren, das sind wir Deutschen nicht. Irgendwas ist doch immer. Zum Beispiel dieses leuchtende Riesenrad hier, das sich gerade in Düsseldorf dreht. Für viele ist das wohl die schönste Winterattraktion am Düsseldorfer Rheinufer. Für einige Anwohner aber ein viel zu grell leuchtendes Etwas, das ihnen den Schlaf raubt. Es brummt, es dreht sich und es leuchtet und das ist zwei Nachbarn zu viel. Sie haben das Ordnungsamt eingeschaltet gegen Düsseldorfs Riesenrad. Betreiberin Ariane Bruch ist ratlos. Man ist erst mal verwundert darüber, weil man natürlich denkt, man bringt der Stadt ja was ganz Tolles und man hört eigentlich nur Positives. Und dann möchte man natürlich gucken, dass man das irgendwie geklärt kriegt, weil wir ja möchten, dass alle eigentlich zufrieden sind mit unserem Riesenrad. Doch das ist nicht leicht. Der Verweis auf die Erfindung der Jalousie im Jahre 1812 und einem Einsatz derselben konnte die Nachbarn nicht beruhigen. Und so denken viele, dass die Leute schon ziemlich beschränkt sind. Ja, ein bisschen Spaß muss ja wohl noch möglich sein. Sieben Leute, die haben über alles etwas. Die haben über alles etwas auszusetzen. Zu viel Licht in Düsseldorf, zu viel Lärm in Mönchengladbach? Bruno Dresen flatterte eine einstweilige Verfügung ins Haus. Der Betreiber des Weihnachtsdorfes auf dem zentralen Marktplatz braucht einen Generator für seine Kühlgeräte und das passt einer Nachbarin nicht. Ausknipsen oder 3.000 Euro Schmerzensgeld plus Hotelkosten, so die Forderung der unduldsamen Dame. Ja, sie würde sich also in der Nacht gestört fühlen und sie hören es selber. Man hört ja über Tag noch nicht mal viel bei schönem Wetter hier, geschweige in der Nacht. Ein Friedensangebot in Bar hat die Nachbarin abgelehnt, auch ein Interview mit uns. Mönchengladbach wundert sich. Gehört irgendwo dazu, zum Markt. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, der Generator, der stört mich jetzt nicht, weil so laut finde ich es jetzt auch nicht. Wenn das unsere einzigen Probleme sind in Deutschland, so einen Generator für 2 Wochen zu ertragen, dann weiß ich nicht. Offenbar sind das unsere Probleme. In deutschen Amtsgerichten stapeln sich solche Fälle. In Solingen klagte ein Zahnarzt gegen dieses Glockenspiel. Das durfte seit 1955 friedlich vor sich hin bimmeln, bis es dem Nachbarn zu viel wurde. Der verlor freilich den Prozess. Und in Köln klagten neue Mieter der sogenannten Kranhäuser im Rheinauhafen gegen Lärmbelästigung durch Schiffe, die doch tatsächlich durch den Hafen tuckern. Eine Einigung mit solchen Nachbarn ist schwierig, das hat auch die Riesenradbetreiberin in Düsseldorf gemerkt. Mit naheliegenden Vorschlägen kam sie nicht besonders weit. Wir kommunizieren mit denen, weil wir natürlich möchten, dass auch sie glücklich sind, wenn wir im Winter da sind. Haben Sie den Herrschaften schon mal ein Rollo vorgeschlagen? Ja. Und? Sind wir dabei. Da reden die auch drüber. Ja, mittlerweile. Man ahnt, was sie durchmacht. Dabei hatte sie das Riesenrad nachts schon abgeschaltet. Die Stadt aber wollte das winterliche Wahrzeichen wieder leuchten sehen, zumal alle Grenzwerte eingehalten werden. Der Oberbürgermeister erlebt sowas häufiger und ist nur noch genervt. Wir haben so eine Entwicklung hin zu einer zunehmenden Unduldsamkeit. Und gerade hier, ich meine, das sind Menschen, die wohnen am Burgplatz. Das heißt, die wohnen mitten in der Stadt. Und wer das tut, der wohnt eben nicht in Posemuckel. In der Altstadt wohnen und Grabesruhe einfordern, das passt irgendwie nicht. Die Stadt hat deshalb entschieden, das Licht bleibt an.